Ja, hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Pray Pray. Und ich habe gemerkt, wir müssen gar nicht raus. Wir müssen einfach hoch ohne die Besatzungsquartiere. Ich bin gar nicht da. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Drüben. I see. Ich renne dann mal, ne? Das war schnell. Hi und tschüss. Q-Quarters. Ah ja, guck mal, da sind sie. Ei, ja, ist ja gut. Kann ich dich abballern? No, nee, wieso sind hier denn so viele? Alter. Eine neue Schotti, danke. Kriege ich noch Money dafür? Cool. Komm her. Boah, Alter, ist hier gut. Wieso sind hier so viele fucking Phantome, Alter? Hilfe. Noch eine Puppe. Du suchst nach mir. Mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm näher. Ja, noch näher. Dumme Puppen. Was? Sie auch? Sie wollen in die Küche kommen? Gut, kommen Sie. Wie viele Körper hast du? Hä? Versuche die Kantine. Ich bin einfach mal eine Zigarrenkiste. Stört schon keinen. Was? Ich und verhungern? Okay, Schotti. Fuck, ich mit meiner Strahlenkrankheit. Fuck. Ich beherrschen. Freizeitbereich. Ein Poltergeist. Ach du Scheiße. Nach. Habe ich dich. Poltergeister, Alter. Dumme Bestie. Du denkst, warum gehorchst du? Kannst du nicht gegen die Bestienstimme ankämpfen? Nee, sorry. Mich in Ruhe. Nein. Und bumm. Verschwinden Sie. Autsch. Ja, okay. Oh. Das Ding kontrolliert ja also alle. Das heißt, wenn ich den vorher töte. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt.
Wer sie auch sind, laufen sie weg. Sie sind das einzige Essen hier. Können sie noch ihr Gehirn haben? Juhu! Und die anderen da? Ich liebe es. Ich will aber nicht die Leute töten, warte mal. Zeugeladung. Ich hab ihn gleich, komm schon. Oh. Erster Tod. Okay, ich muss es besser angehen. So, pass auf, und jetzt den hier. Es hört auf, wenn ich ihn töte. Hör auf mit deinem ganzen Kernsachen. Komm schon, schaff ich es mal. Was? Meine Reparaturkit ist weg, ernsthaft? Ob ich die krieg, ist schwierig. Hab ihn gleich. Ein Schlagkopf oder so. Haha, deine Puppen sind alle tot. Und du jetzt auch, Zühl. Kommen wir ins Küchenfenster. Nein. Was hast du noch mit Medkit? Okay. Überlebender. Ah, oh, Dr. Morgan Liu, was für eine Überraschung nach all der Zeit. Was habe ich für Sie ein? Ihr Anzug. Was steht da auf dem Schild? Yu? M-Yu? M-Yu. Sie töten die Bestie selbst. Wenn Sie reinkommen wollen, sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Ja. Hier, der Schlüssel für mein Zimmer. Gehen Sie, holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig. Dann reden wir vielleicht. Okay. Ach du Scheiße. Trägen. Tschüss und meine neue Verriegelung. Ah, das ist der Schatz, die Auszeichnung. Hat er irgendwas zu trinken oder zu essen? Wie viele Sicherheitsprotokolle sie gebrochen haben? Tja, Morgan meinte, es sei schon in Ordnung. Oh nein. Was gibt's? Wie geht's voran? Auch unser Tipp.
Nein, nein. Was, wenn MU zurückkommt? Lass ich MU rein? Abgefunden? Sind Sie wieder da? Kommen Sie zum Fenster, zeigen Sie es mir. Bitte schön. Sie haben was gefunden? Ich muss Sie reinlassen, wie versprochen. Außenrum. Der Nebeneingang. Jawohl. Warten Sie! Moment! Sie sind jetzt sicher. Die Bestien können nicht hinein. Aber sehen Sie mal. Repariert. Nicht schlecht. Ja, ne? Hier, ich öffne den Kühlraum, wie versprochen. Viele tote Puppen und Vorräte. Oh, geil. Danke, Brudi. Wenn die Puppen nicht reinkommen, explodieren sie wie Bomben. Die Bestie legt Eier in ihre Köpfe und lässt sie explodieren. Oh, okay. Tracksammeln. Sind Sie wach, MU? Eingefroren vielleicht? Ich nehme das Spielzeug von der Puppe. Ich sehe alle Namen auf einer Liste. Ihren auch. Von jetzt an hören Sie zu. Ich weiß, wer Sie sind. MU. Oh. Sohn von William U. William. Trendstar spielt immer mit Leben. Jetzt schaue ich vielleicht zu, wie Bestien sie fressen. So wie sie mich verfüttern wollten. Oder die Kälte tötet sie. Macht aus ihnen eine gefrorene Puppe. Gar nicht wahr. Abby, ich bin noch in der Datenzentrale. Ich weiß nicht, warum du nicht rangehst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Wenn es schlimm wird, trenne ich einen Datenspeicher ab und laufe am Rumpf entlang. Komm in den Bereich und klopf ans Fenster beim Pool. Diese Erschütterung müsste ich spüren. Und Abby, bitte geh kein Risiko ein, ja? Ich pass auf dich auf. War dich zu Hause in Oh. Geil, 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 geil. Mal kurz ausrüsten. Falls wie komme ich jetzt hier raus. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.